verwunschene Weihnachtskugel. An einem wunderschönen großen Weihnachtsbaum hängen bunte Kugeln, Kerzen und goldene Sterne. Unter dem Baum stehen große und kleine Geschenke. Wenn alles schlafen geht, dann fangen die Weihnachtskugeln an zu singen, die Sterne musizieren und die Kerzen tanzen. Es ist ein besonderer Weihnachtsbaum. Nur einmal im Jahr, und zwar an Weihnachten, taucht dieser Baum wie von Zauberhand an einem bestimmten Ort auf. Er hat Zauberkräfte. Wenn ein Kind sich etwas wünscht, dann erfüllt der Baum diesen Wunsch. Lieber Weihnachtsbaum, ich sende dir meinen Traum. Es ist ein Weihnachtswunsch aus reinem Herzen. So schön, das tanzen die Weihnachtskerzen. Lass ihn in Erfüllung gehen, um den Zauber der Freude zu sehen. Wer diesen Spruch mit einem Wunsch an den Weihnachtsbaum sendet, der wird die Erfüllung seiner Träume sehen. Jedoch ist der Baum nicht für jedermann gedacht. Der Ort, an dem er auftaucht am Weihnachtsabend, ist ein Ort, wo sich Traurigkeit, Armut und Sorge befinden. Auf der Spitze des Baumes leuchtet ein goldener Stern. Wenn der Zauberspruch seine Wirkung zeigt, so sprühen silberne Funken aus ihm und der Wunsch erfüllt sich, indem sich ein Päckchen öffnet. Dieses Jahr ist der Weihnachtsbaum bei der Familie Jakob erschienen. Er stand plötzlich im Wohnzimmer mit vielen Geschenken. Familie Jakob hat nicht viel Geld und konnte sich dieses Jahr keinen Baum kaufen. Umso mehr freuten sie sich über dieses Geschenk. Josephine ist die Tochter der Familie und sehr krank. Sie bemerkte im Baum eine seltsame Kugel. Diese Kugel war blau, aber alle anderen waren rot mit goldenen Streifen. Josephine betrachtete die blaue Kugel. Plötzlich erschienen auf der Kugel weiße Sterne und es fiel ein Zettel heraus. Josephine konnte schon lesen, denn sie ging in die dritte Klasse. Langsam zog sie die Buchstaben zu Worten zusammen und las laut vor. Dieser Weihnachtszauberbaum ist für eine besondere Familie. Der, dem der Baum erscheint, hat einen Wunsch frei. Josephine war aufgeregt und las weiter. Wünsche werden garantiert erfüllt. Bitte vergesst den Zauberspruch nicht. Josephine drehte den Zettel um und auf der Rückseite stand: Lieber Weihnachtsbaum, ich sende dir meinen Traum. Es ist ein Weihnachtswunsch aus reinem Herzen. So schön, das tanzen die Weihnachtskerzen. Lass ihn in Erfüllung gehen, um den Zauber der Freude zu sehen. Das muss der Zauberspruch sein, dachte sich Josephine. Was soll ich mir nur wünschen? Am liebsten möchte sie wieder gesund werden, aber auch ihre Eltern brauchen Hilfe, denn die Familie hatte große Sorgen. Ach, Weihnachtszauberbaum, was soll ich nur tun, sprach Josephine und schaute mit hoffnungsvollem Blick in den Baum. Dann erschien auf der blauen Kugel wieder Sterne und ein Gesicht. Aus den Sternen bildete sich ein Mund, zwei Augen und eine Nase. Die blaue Kugel musste auf einmal kurz niesen. Hatschi! Und begann zu sprechen. Wie geht es dir, Josephine? Josephine erschrak. Eine Baumkugel, die sprechen kann? Was ist das? Ein Traum? Sie schloss kurz die Augen und stellte fest, dass es kein Traum war. Denn als sie die Augen öffnete, war alles noch da. Die Kugel blickte Josephine mit einem Lächeln an und sprach: Ich helfe dir gern. Was hast du denn auf dem Herzen? Josephine begann, von ihren Sorgen, ihrer Krankheit und ihrer Familie zu erzählen. Die Weihnachtskugel wurde traurig. Der Baum verlor plötzlich Nadeln und seinen Glanz. Die Kerzen und die Sterne strahlten plötzlich nicht mehr. Oh nein, was ist passiert? Fragte Josephine. Nun ja, wenn du traurig bist, dann verlieren wir die Weihnachtsfreude. Wenn du dich freust, so strahlen wir. Die Weihnachtskugel machte Josephine einen Vorschlag. Versuche das Weihnachtsfest über nur an die schönen Dinge zu denken, an Dinge, für die du dankbar bist und die du liebst. Dann strahlen wir den hellsten Weihnachtszauber. Die Weihnachtstage vergingen. Josephine dachte nur an die guten Dinge, an alles, was ihr Spaß machte, worüber sie sich täglich freut, und der Baum erstrahlte im schönsten Glanz. Die Familie genoss die wunderschöne Zeit und am zweiten Weihnachtstag am Abend hörte Josephine die blaue Kugel rufen. Sie war schon eingeschlafen und machte sich mit ihrem Pantöffelchen und ihrem Lieblingshasen auf zum Weihnachtszauberbaum. Er stand immer noch im Wohnzimmer, aber die Kerzen waren aus und die blaue Kugel sprach zu Josephine: Es ist Zeit zu gehen. Josephine wurde traurig, aber die Kugel sprach weiter. Was ist denn nun dein Weihnachtswunsch? Josephine überlegte. Ich könnte mir so vieles wünschen, aber eines kann ich meiner Familie selbst nicht geben. Zuversicht, Lebensfreude, Gesundheit und Zufriedenheit.
Genau das wünsche ich mir für alle Menschen auf dieser Welt. Alles andere ist nicht wichtig. Die blaue Kugel lächelte. Das ist der schönste Wunsch, den ich je gehört habe. Und nun der Zauberspruch. Lieber Weihnachtsbaum, ich sende dir meinen Traum. Es ist ein Weihnachtswunsch aus reinem Herzen. So schön, das tanzen die Weihnachtskerzen. Lass ihn in Erfüllung gehen, um den Zauber der Freude zu sehen. Der Stern auf der Baumspitze sprühte mit silbernen Funken und ein großes rotes Päckchen unter dem Baum öffnete sich. Aus dem Päckchen kam goldener Feenstaub und verteilte sich über die gesamte Erde. Der Weihnachtszauberbaum löste sich auf und die Kugel wurde zu einem kleinen Mädchen. Josephine sah das Mädchen an. Bist du die Kugel? Ja, sagte das Mädchen, meine Aufgabe ist erfüllt, es ist Frieden auf Erden. Josephine sah auf ihrem Rücken zwei Flügel entfalten und das Mädchen hob ab in den Himmel. Seit dieser Zeit ging es den Menschen gut, keine Sorgen und keine Traurigkeit mehr. Alles war verschwunden. Die Weihnachtszeit ist die Zeit des Zaubers, der Liebe, der Hoffnung und der Zuversicht. Wenn jeder nur einen Wunsch hat, der andere mit einschließt, so könnten die Wünsche große und friedliche Früchte tragen. Josephine hat verstanden, dass Wünschen nichts mit sich selbst zu tun hat. Solltet ihr einmal dem Weihnachtszauberbaum und der verwunschenen Kugel begegnen, dann wünscht euch Frieden. Einfach nur Frieden. Frohe Weihnachten. Ja.